Also erstmal Dankeschön an Rheinkick, dass wir heute hier, dass ihr uns hier heute gefilmt habt. Leider Gottes konnte man das nicht ein bisschen besser gestalten. Also ich habe das eigentlich besser vorgestellt. Ich glaube, die erste Halbzeit ging auch ganz gut an. Da haben wir, glaube ich, ganz gut gestanden, defensiv gut gestanden. Und ich glaube, sind verdient 1-0 in Führung gegangen. Was dann in der zweiten Halbzeit auf einmal los war, dass wir halt so ein bisschen Angst bekamen, wie auch immer. Dass wir halt eben nicht genug gekämpft vielleicht haben. Wir wussten, dass der Gegner jetzt kommen wird. Wir konnten es aber nicht umsetzen, dass wir körperlich dagegenhalten. Und kriegen wir es 1-1. Sehr gut gemacht vom Gegner, muss man schon sagen. Und allerdings, der 2-1, der Elfmeter, war natürlich ein Geschenk, was mit Sicherheit kein Elfmeter war. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Also war, ich glaube, ganz sauberer Ball gespielt, sieht der Gegner genauso, denke ich. So habe ich mit ihm eben gesprochen. Das war der Knackpunkt, dass wir das Spiel heute vielleicht verlieren. Allerdings muss man sagen, wir haben in der zweiten Halbzeit auch nicht manns genug dagegen gehalten. Da muss man einfach körperlich präsenter sein. Da muss man einfach mehr wollen. Und das haben wir dann leider nicht an den Tag gelegt. Ich glaube, das Ergebnis ist zwar ein bisschen zu hoch. Also 4-1 ist, glaube ich, nicht dem Spielverlauf entsprechend. Aber da muss man halt eben dann im Endeffekt auch mit einer Niederlage hier nach Hause fahren. Wir haben nach einer, denke ich, schon ausgeglichenen ersten Halbzeit leider dann kurz vor der Pause das 0-1 gefangen. Abstimmungsfehler in der Viererkette. Vielleicht auch dadurch bedingt, dass wir auch heute wieder einige Ausfälle hatten, mit einem Sechser und einem Linksverteidiger in der Innenverteidigung gespielt haben. Haben zur Pause, denke ich, deutliche Worte gefunden, gerade weil wir ein bisschen den Faden verloren haben, dadurch, dass wir uns mit anderen Sachen als Fußball beschäftigt haben und haben dann nach der Pause wirklich eine Reaktion gezeigt. Denke sogar in der Höhe vielleicht auch verdient noch mit 4-1 gewonnen. Klar, der Elfmeter zum 2-1, Knackpunkt und sicherlich auch einigermaßen glücklich für uns. Also ich habe da jetzt nicht so ein klares Foul gesehen, aber danach war das Ding dann durch.